Ja, da habe ich mich jetzt ein ganz klein wenig erschreckt. Das habt ihr nicht gehört, ne? Ey, das regt mich so richtig auf, dass das so. Warum? Wieso muss denn das so rumschreien, wenn es da runterkommt? Sag mal, tut dem was weh? Und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, zum nächsten Part von Alien Isolation. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich sag's zwar schon vor, also ich sag's zwar, ich hab's zwar schon so ein sehr langer, vor sehr langer Zeit schon gesagt, aber wie auch diesen Part, wer weiß, vielleicht ist das auch schon der letzte. Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe, es geht noch ein bisschen weiter. Aber gut. Schauen wir mal, wo wir stehen geblieben sind. Abgespeichert hatten wir gehabt. Und, ah, ich weiß, wo wir sind. Und okay. Okay. Jetzt muss ich kurz mal überlegen. Wir müssen doch, genau, wir müssen da unten rein. Finden Sie einen anderen Weg in das Raumfahrtterminal. Gut, da war ja abgeschlossen gewesen. Das war ja so gewesen. Okay. Gucken wir mal weiter. An der Stelle noch, ich habe auf jeden Fall alle Kommentare bei euch gelesen. Ich habe auf jeden Fall alle Kommentare gelesen, die ihr unter meinem Infovideo geschrieben habt. Und ich bin noch gerade am Überlegen, ob ich dazu nochmal ein Video hochlade, anstatt jedes Kommentar einzeln zu beantworten. Oder ich beantworte jedes Kommentar einzeln. Aber ich muss noch gucken. Ich habe relativ viel gearbeitet in den letzten 2 Tage. Die Videos waren vorproduziert gewesen, die letzten 2. Aber jetzt bin ich wieder up to date. Das Video, was ihr jetzt hier guckt, das nämlich auch, habe ich heute am Mittag auch aufgenommen. Das heißt, ich werde mich dann auch mit den Kommentaren dann nochmal auseinandersetzen. Genau. Und auch wegen den Spielen und dies und das und jenes. Jetzt muss ich mich erstmal kurz konzentrieren hier. Was haben wir hier? Also man. Also ich höre ja das Alien, ne? Das ist ja klar. Reicht das, um das zu verscheuchen? Ich glaube schon. 50 reichen. Wir sind auf jeden Fall da. Ich glaube, wir müssen das Ding benutzen hier. Aber brauchen wir eine Schlüsselkarte? Kann das überhaupt hier irgendwo runterkommen? Ich glaube nicht, gell? Ich glaube, hier sind wir jetzt relativ safe. Da haben wir einen Generator. Da haben wir. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ei, dieses Mistvieh kommt einfach hinter der Ecke her hervorgesprungen. Da, wir haben die Schlüsselkarte. Man hat's gemerkt. Gut. Dann schauen wir mal. Was soll die Musik? What the fuck? Als ob. Ich glaube, das kommt jetzt hierher. Hätte ich mich verstecken sollen? Ich glaube, ich sollte mal das. Oh nö, kommt der hierher? Jetzt habe ich mich gerade wieder so richtig erschreckt. Okay. Ey, das war ja richtig krass eben, das Gebrüll von denen. Warte, wo muss ich denn jetzt hin? Da unten. Finden Sie einen anderen. Ja, zum Raumfahrtterminal. Vielleicht hat sich hier irgendwo eine Tür geöffnet. Hä, was hat denn das jetzt gebracht? Warte, da hinten war ja noch ein Generator. Der bringt nichts. Wieso bringt der nichts? Scheiße, es ist da hinten. Ich will in die Rohre rein. Thank you.
Wo ist das? Es ist... Schnell in die Rohre. Komm. Lauf! Ja, geh da rein. Los! Oh. Wow, das war knapp gewesen. Okay. Ich hätte nicht so rumlaufen dürfen. Das war ein Fehler. Okay, ist das wieder oben? Ey, das wird immer lauter. Nein, es ist gerade runtergekommen. Ja, wenn ich jetzt speichere und das Vieh steht hinter mir. Rein da. Oh, das war richtig knapp hinter uns gewesen, glaube ich. Scheiße. Nee. So gut. Jetzt ist die Tür aufge... habt ihr ja selber gesehen. Das scheiß Rohr geht auf und das Vieh läuft da lang. Naja, Kamera. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. So. Nee. Immer noch nicht. So. Ja, schön mit dich. Das Problem ist, ich habe auch nicht genug Öl für meinen Flammenwerfer. Ich glaube, 24 reichen nicht, um das Ding zu verscheuchen. Schon wieder so knapp. Ah, ich warte kurz, bis das weg ist. Als ob! Nein! Och nö! Oh! So richtig ärgerlich. Ist das jetzt... Es ist wieder unten. Wie unfair. Warte mal. Doch. Oder? Was ich brauche, ist Öl für meinen Flammenwerfer. Das reicht sowieso nicht, was ich hier habe. Und ich glaube... Komm schon! Ich habe die Schritte gehört, ganz genau. Ich schwöre, die meiste Zeit in dem Spiel verbringt man schon an irgendwelchen Schränken und an irgendwelchen Kisten. Komm, hau ab. Du weißt nicht, dass ich hier bin. Gut so. Genau. So. Besser. Notfallsituation. Gehen Sie zum... Ich hoffe, dass hier irgendeine Tür aufgegangen ist, irgendwo. Ich hoffe es. Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssynthesen. Ja, natürlich kommt er genau jetzt, wo ich hier rausgehe, ne? Das ist da vorne. Ich muss warten, bis das hochgeht. Es bringt nichts, hier draußen rumzulaufen, wenn das auch noch hier oben läuft. Da haben wir gar keine Chance. Das täuscht mich jetzt nicht, aber ich habe das Gefühl, das Vieh ist viel aggressiver geworden, kommt viel schneller runter. Als ganz am Anfang. Das hat keinen Bock mehr, habe ich das Gefühl.
Okay. Guck mal, die Tür hier. Ah, nee, das bringt nichts. Jo. Mann, wo ist denn das Vieh? Ich weiß auch nicht, wo ich lang muss. Das ist das Problem. Ich kann natürlich sein, dass hier unten jetzt irgendwo eine Tür aufgegangen ist. Das hier ist der Generator. Ey, ich hoffe, ich musste den nicht irgendwie aktivieren. Das wäre richtig übel, wenn ich da jetzt nochmal... Ich muss weiterlaufen, ey. Das kann ja nicht sein. Wir kommen sonst nicht vorwärts. Komm schon. Nein! Oh, es ist hoch. Ich habe gedacht, es kommt jetzt angerannt. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wo ist denn das? Links oder rechts? Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Hier kommen wir immer noch nicht. Hier kommen wir auch nicht hoch, ne? Das ganz da vorne. Mann, wo ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Und ich den Generator irgendwie aktivieren mussten. Okay, das ist neu, der Raum. Ich hoffe, dass der Cocktail hier reicht, um das Alien zu verscheuchen. Was geht ab? Du Missgeburt! Als ob! Nein! Oh, das hat mich jetzt einfach... Als ob das da einfach hinter der Ecke gestanden ist. Ey, jetzt ist mir richtig das Herz in die Hose gerutscht. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich lang muss. Und den Cocktail, den baue ich auch. Der scheint das Vieh ganz schön gut abgelenkt zu haben. So, kann ich noch einen bauen? Nee, schade. Eine Blendgranate, Rauchgranate, Geräuschmacher. Das mache ich auch mal. Ich glaube, jetzt brauche ich alles, was ich hier bauen kann. So. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, den bauen wir mal. Vielleicht können wir das gebrauchen. Okay. Wo ist das Vieh? Okay, das hat gereicht. Wo ist denn hier der Ausgang? Komm schon, lauf, lauf, lauf! Verstecken wir uns kurz. Cool, das Ding reicht auf jeden Fall. Ja, ganz schlau. Warten wir kurz. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten. Also hier unten ist auf jeden Fall jetzt die Tür, wo wir hier reinkommen. Und da können wir uns hier irgendwie lang durchschlagen. Guck mal, was ist mit dem los? Der ist verwundet. Deswegen ist er so sauer. Der blutet ja. Ich kann ewig warten, wenn ich... Wir sind tot. Wir leben noch. Lauf! Das kommt jetzt gleich runter. Irgendwo verstecken hier. Hier. Wow. Wie haben wir das Vieh jetzt ver...
Okay, vielleicht ist uns das nicht nachgelaufen, sondern das rennt ja immer auch kurz bevor es in ein Lüftungsrohr reinklettert. Jetzt wollte ich was trinken, aber mein Becher ist leer. Scheiße. Okay. Wartet mal. Nein, was mache ich denn? Das ist genau über uns. Ich will aber speichern. Schaffe ich das? Komm schon. Ich frage mich, was ist, wenn du speicherst, wenn das Alien genau hinter dir steht und dich gerade angreift? Ich glaube, das ist das, da musst du einen Speicherpunkt vorher laden, habe ich das Gefühl. Das Problem ist jetzt, wir haben auch keinen Cocktail mehr und kein Öl mehr für den Flammenwerfer. Und wenn das Alien jetzt wie vorhin wieder hinter der Ecke da auf mich wartet, vielleicht war das auch Zufall, vielleicht ist es genau im selben Moment runtergekommen. Das kann natürlich auch sein. Also ist das unten? Läuft das hier rum? Das Problem ist halt, es ist so laut hier. Nee, das ist in den Lüftungsrohren. Okay, easy, wir haben ja eh gespeichert. Oh, was ist denn jetzt passiert? So, jetzt wieder gut. Ich habe hier so mein Handy, habe ich mir so eine Softbox-App runtergeladen. Ja, ich weiß, das hört sich... Als ob dieses Mistvieh echt auf uns wartet. Ey, wir brauchen was, um das Ding zu verscheuchen. Das wartet ja richtig da auf uns. Oder müssen wir jetzt gehen? Warte. Was? Oh, ich habe gerade irgendwas gedrückt. Und ich dachte, ich gehe jetzt hier raus. Ey, das ist rausgegangen. Oh Mann, ich hätte kriechen sollen, oder? Komm schon, sag mir, dass ich mich hier irgendwo verstecken kann. Die Tür ist zu. Was soll der Scheiß? Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungsraum. Ich muss da durch. Wo ist denn das? Ich hör's nur. Das ist auf der anderen Seite. Das ist nicht... Oh, ich muss da rein, gell? Ah. Das ist halt das Problem. Bin ich hier wirklich richtig? Tür verschlossen. Hebel benutzen. Nein! Ja, wir sind tot. Okay. Ja. Da habe ich mich jetzt ein ganz klein wenig erschreckt. Das habt ihr nicht gehört, ne? Ey, das regt mich so richtig auf, dass das so... Warum? Wieso muss denn das so rumschreien, wenn das da runterkommt? Sag mal, tut dem was weh? Was mache ich denn jetzt? Einfach mal null Munition und gar nichts. Geräusche mache habe ich doch, gell? Pass mal auf. Das bringt nichts. Ich muss das da rauslocken. Ich weiß halt auch nicht, ob ich da wirklich lang muss. Das ist noch oben, ne? Wo?
Ich höre, ey, das hört sich so übel an, das Vieh. Das ist ja arschsauer. Scheiße. Den Hebel. Aber da hat sich ja nichts getan, als ich den benutzt habe. Ich glaube, ich muss leiser schalten. Ich sterbe. Ich bin echt fast am Sterben hier. Ich schalte mal ein klein wenig leiser. Ey. Warte, warte. Oh, das ist knapp. Beweg dich nicht. Hau ab! Hau ab! Wir verrecken gleich! Als ob! Ja. Voll mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen. Ja, und jetzt klettert es noch nach oben oder was? Ey. Das kommt ja nicht so schnell runter. Ich überlege, ob ich in den Raum reinrenne. Pass auf, ich probiere jetzt mal was. Los. Nein, es kommt von da! Als ob! Okay, das kommt durch die Scheibe gesprungen. Okay. Gut zu wissen. Warte mal. Ich weiß nicht, ob ich mich da verstecken könnte. Nicht bewegen. Jetzt betätigen wir den Hebel und gehen dann wieder zurück. Das kommt wieder. Starten Sie den Generator erneut. Als ob ich jetzt wieder dahin muss. Oh. Ey, ich schwöre, mir rutscht richtig das Herz in die Hose. Ohne Scheiß. Ey, das ist richtig sauer, das Vieh. Guckt euch das mal an. So krass wie hier habe ich das Alien jetzt echt noch nie erlebt. Das ist mir echt zu viel. Ey, guck mal, wie schnell das sogar ist. Und ich spiele noch auf normal. Stell dir mal vor, ich mache den Schwierigkeitsgrad hier auf, keine Ahnung, den höchsten, was es da gab. Kann ich jetzt auch durch die Scheibe, wo das Alien reingesprungen ist? Aus zeitlichen Gründen musste ich hier leider einige Cuts reinsetzen, da das Rohmaterial von dieser Videodatei über eine Stunde ging. Ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß beim Weitergucken. Als ob! Das ist mir viel zu krass! Was mache ich denn?! Das bist du dieser blöden Kiste schaffen! Ah ah. Los! Nein! Ach, das ist einfach nur noch ärgerlich, Mann! Wartet mal. Nee, das war's. Warte, wie lange kann ich das damit ablenken? Das bückt sich. Dann checkst du, dass das Leben keinen Sinn macht. Soll ich normal laufen? Noch nicht rennen. Go, go, go. Los! Ohne Scheiß, wir haben es geschafft hier hinter. So funktioniert es, okay. Ich bewege mich nicht.
Situation. Hau ab! Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten. Hau ab! Mal habe ich es geschafft, auch ohne aus der Kiste rauszufliegen hier. Ich werde es wahrscheinlich ein bisschen schneiden, damit das nicht hier ewig dauert. Sonst guckt ihr euch hier erstmal 20 Minuten an, wie ich hier die ganze Zeit verrecke bei dem Alien. Ja, das ist jetzt halt das Problem. Das Feed, das geht nicht hoch. Ich habe nichts mehr. Und das ist wo? Das ist ja 100 Pro im Raum vor uns, oder? Wieso kriege ich nicht? Ey, ich muss da rein! Oh oh. Es ist hoch. Oh, bitte, 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 bleib oben. Nur ein paar Sekunden oben bleiben. Na toll. Wieso rede ich überhaupt? Komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Ich zieh das jetzt durch, ich will das jetzt packen, ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Das Problem ist, ich würde gern speichern. Warte mal. Nee, hier war kein Speicherpunkt. Nee, ich muss raus und erstmal speichern, ich muss das. Warten, bis das Vieh hochgeht. Warten, bis das Vieh hochgeht, speichern und dann wieder in die Röhre rein, ist mein Plan. Rüber auf die andere Seite. Genau, hier das Ding aktivieren, den Generator. Ey, das ist so empfindlich geworden, unglaublich. Ich muss einfach diesmal früher loslaufen, sicher. Und vielleicht schaffe ich es sogar bis ganz hinter in den Raum rein. Genau, ganz da hinten hin. Das ist perfekt. Ich darf nicht rennen, aber ich darf auch nicht kriechen. Soll ich rennen? Okay, das schaffen wir schon mal. Wieso habe ich das Gefühl, dass das mehrere sind? Also ich höre ja noch einen Alien ganz weit, von ganz weit weg höre ich das ja schreien. Ist das jetzt oben oder unten? Nicht bewegen. Sieht das Licht? Ja. Das war dumm. Von wo ist das jetzt gekommen? Das muss man doch irgendwie austricksen können noch. Ich Volldepp. Ich hör's. Nein! Boah, nee, das gucke ich mir nicht an. Komm schon! Oh. Ich bin fast wieder weggeflogen hier. Alles gut, alles gut. Okay, jetzt haben wir den Geräuschemacher noch. Das ist sehr, sehr gut. Nur die Frage ist, wann und wo setzen wir den ein? Ich weiß halt nicht, ob wir den später auch noch brauchen, aber das ist jetzt egal. Stück für Stück, was wir weiterkommen, ist gut. So, jetzt ist das in dem Raum da drin. Komm schon! Bist du dumm? Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt. Schneller! Warten Sie auf Ihrem Notaufsichtssystem. Da ist das Alien und wir sind hier. Und wo ist das jetzt? Es könnte ja auch hinter mir sein.
Oh, natürlich muss jetzt so eine Musik kommen. Oh. Geradeaus und speichern? Oder durch die Rohre? Da muss jetzt so eine Musik kommen, oder? Bitte, 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 bitte. Komm schon. Oh, wir haben gespeichert. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Aber wo muss ich jetzt ernsthaft alles wieder zurück? Holzmann, das ist einfach nur unfair. Halt, 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 halt. Wieso verstecke ich mich denn nicht da? Stopp, das hat uns. Gut, jetzt laden wir nochmal neu. Schön, dass wir das ausprobieren haben. Zum Glück haben wir gespeichert. Okay. Ich hoffe, dass das Programm länger als eine Stunde aufnehmen kann. Ansonsten habe ich ein Problem. Leute, es tut mir leid, aber ich tue an der Stelle den Part beenden. Das geht sonst echt viel zu lange. Ich hoffe, ihr seid morgen auch mit am Start. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. War echt ein harter Part, also auf jeden Fall. Und haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.